Ladies and Gentlemen, willkommen auf dem Kanal von ApoSwally. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Nach langer Zeit kam der neue Drucker an und wir waren sehr, sehr beschäftigt hier im Hause Market Consultive. Was wir heute machen werden, wir werden über eine eigene Modemarke reden, wie schwierig das Ganze ist zu realisieren und wie du dann von einer Woche deine eigene Modemarke starten kannst. Außerdem werde ich noch ein paar Mentoring-Teilnehmer von uns mit reinnehmen, die bereits mit dem eigenen Online-Shop oder ihrer eigenen Online-Marke sehr, sehr gute Umsätze erzielen, sehr, sehr hohe Umsätze erzielen. Und mit dem werden wir auch mal kurz ein kleines Interview führen, dass ihr einfach hinter der Kamera ein Gefühl dafür bekommt, was denn überhaupt möglich ist, wenn mit sogenannten Online-Shops. Außerdem noch ein kleiner Bonus, wir werden uns verschiedene Modemarken anschauen und wir anschauen, was die aufgebaut sind, wie sie ihre Produkte beziehen, was für Werbung sie machen und wie du das Ganze auch zu Hause, natürlich nicht von einer Woche, in einer Woche ist doch kein Meister vom Himmel gefallen, aber von einer längeren Zeitspanne, dass du das Ganze auf jeden Fall auch machen kannst und heute mal in dem Video die Grundidee davon tankst. Falls dir solche Videos gefallen, kannst du mich gerne auf Instagram @ApoSwally abonnieren und du kannst mal die täglichen News und die Sachen, die ich mache, einmal auf Instagram mitverfolgen. Und da poste ich auch mal wieder Antworten auf spezifische Fragen. Das heißt, wenn du Fragen hast, kannst du gerne auch auf Instagram diese mir explizit und direkt stellen. Und wir können darüber quatschen. Wie auch ein Mentoring-Teilnehmer von uns, der so angefangen hat, wie du später erfahren wirst. So, was wir jetzt machen werden, ist erstmal, wir springen jetzt rüber auf den Computer, auf den Laptop. Und wir schauen uns eine Seite an, mit der fast alle unsere Teilnehmer arbeiten. Denn es ist die Seite Shopify. Und Shopify, wir werden hier nochmal drei Shops anschauen, drei Streetwear-Marken, Live Fast, Die Young, Peso Clothing und 6PM, die alle mit dieser Software arbeiten, die dich das Grundgerüst von deinem Online-Shop einmal bilden, so, sodass du die Plattform hast, ganzen Zahlungsverkehr findet darüber statt, kommt dann direkt auf dein Konto. Du kannst Apps integrieren, wie beispielsweise unsere Druckerei. Und am Ende des Tages kannst du dann wirklich mit wenig Expertise im Bereich Programmieren oder IT deinen eigenen Online-Shop dann kreieren. So, ich habe hier mal meinen eigenen Link hinzugefügt, marketdesigns.de/Shopify. Shopify dachte, wir sind so wichtig, dass wir eine kleine Kooperation gestartet haben, dass wir Leute weiterempfehlen können. Du kannst das Ganze für 14 Tage kostenlos testen, einmal reinschnuppern, musst keine Kreditkarteninformationen eingeben oder sonst was und du kriegst trotzdem Zugang auf die komplette Funktion von Shopify. Wenn wir uns einmal Live Fast, Die Young anschauen, dann haben die mittlerweile eine sehr, sehr große Reichweite, eine sehr, sehr schöne Marke, sehr, sehr coole Kleidung, spezifische Schnitte. Live Fast, Die Young hat, also das ganze Prinzip ist auf Shopify, ich würde einmal den Quelltext hier hinzufügen und genauso wie bei Peso Clothing hier einmal den Quelltext und 6PM auch einmal hier den Quelltext, 6PM. Sehr schöne Marke, hat den Award bekommen von ProSiemens, glaube ich, unser Aschraf. Also Modemarken sind in der Online-Branche eines der größten Bereiche im Online-Handeln. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Prozent es einnimmt, auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Denn Kleidung nimmt im Online-Handel, der von Jahr zu Jahr wächst, auch im Bereich Print-on-Demand oder im Bereich Kleidung verkaufen, was auch von Jahr zu Jahr wächst, einen sehr, sehr großen Teil ein. Okay? Das ist kein Wunder, dass solche Marken so erfolgreich werden. Und da werden wir das Ganze einmal anschauen. Live Fast, Die Young beispielsweise, das sind Produkte, die wir auch machen können und die wir rausschicken können. Ist gar kein Problem. Live Fast, Die Young hat damals auch mit Print on Demand angefangen. Print on Demand ist eine Just-in-Time-Produktion. Das ist, wenn eine Bestellung getätigt wird, werden die Produkte gedruckt und dann an den Endkunden versendet. Wir haben neue zwei Drucker gekauft, da haben wir uns die letzten Wochen so beschäftigt, diese zu installieren. Das hat auf jeden Fall lange gedauert, aber die Qualität ist auf jeden Fall mittlerweile astrein und ich freue mich drauf, was die Zukunft damit den Druckern bringen wird. Aber jetzt gehen wir mal auf die Frage ein, wie kannst du mit einer Modemarke Geld machen? Und jetzt, wo wir das Grundgerüst gebaut haben, einfach einen eigenen Online-Shop, gehen wir auf die Frage ein, wie kannst du das weiter anwenden oder was kannst du daraus machen, dass du deine eigene Modemarke zu Hause starten kannst, sei es jetzt von Plattform, von der Plattform, auf der du verkaufst, dein Shop, die Produkte und natürlich Werbung. Das alles werden wir heute besprechen. Darum, let's go, lass uns tiefer in die Materie einspringen. Um das Ganze kurz zu demonstrieren, werde ich hier zusammen mit dir einmal die Anmeldung hier durchgehen. Ich fülle das ganz kurz aus, es dauert nicht sonderlich lang. Schauen wir mal, ob mein Name noch verfügbar ist. Jetzt kommen noch kleine Fragen, wenn ich mich richtig erinnere hier. So,
Das kannst du auch skippen, ist nicht notwendig. Das ist nur für Shopware, dein System. Das darfst du jetzt nicht skippen. Okay, ich fülle das ganz kurz aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben uns angemeldet einmal. Und was wir jetzt haben, ist Folgendes. Wir sind hier auf der Startseite von Shopify. Hier wirst du schöne Tage haben, schwierige Tage, alles drum und dran, denn hier befinden sich die ganzen Verkäufe. Hier sind die Bestellungen drinnen. Die ganzen Produkte sind hier mit integriert. All deine Kundendaten, die analytischen Werte von deinem Online-Shop. Wie viele Besucher hast du heute? Was für eine Conversion-Rate hast du? Wie viel Prozent haben abgeschlossen? Das alles findest du hier. Apps, hier kannst du dann später die Druckerei einmal installieren und dort, wenn eine Bestellung reinkommt, Just-in-Time-Produktion, das heißt dann rausschiffen, ohne dass du dann wirklich was machen musst. Okay, der Online-Shop. Ich schaue uns einmal den Online-Shop an und bemerken, okay, das Ding ist ja schon ein bisschen vorinstalliert. Wir können hier nämlich eine Sache machen. Wir können hier einmal die bezahlten Themes anschauen. Das ist das Grundgerüst vom Online-Shop. Okay. Hier haben wir zum Beispiel Simple, das Simple-Theme. Ähnlichkeit ein bisschen mit 6PM. Du kannst das Theme einfach installieren und dann damit auch starten. Hier sind auch kostenlose Themes, wenn du einfach noch nicht bezahlen willst, wenn du am Anfang schauen willst, okay, macht das Ganze überhaupt Umsatz. Hier kannst du dann diese installieren. Das ist jetzt vorinstalliert und das ist wirklich ganz einfach. Add the Theme Library. Warten wir noch mal ganz kurz oder ein bisschen länger. Okay, wir machen kurz weiter. Das installierst du einfach und dann veröffentlichst du das hier. So, was wir jetzt machen können, ist, wir werden uns einmal die Seite anschauen. 2 Minuten Arbeit rein installiert. Ah, hier ist es doch. Und hier können wir einmal auf Publish gehen zum Veröffentlichen oder Preview, um das Ganze anzuschauen. Das gefällt mir jetzt absolut gar nicht, das Team. Aber das Debüt-Team, was wir gerade haben, das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich nett. Okay, hier haben wir das Ganze. Und hier wird dann alles vom Online-Shop dann später, wenn du das durchziehst, angezeigt. Hier kannst du das Ganze nochmal bearbeiten. Hier Image with Text Overlay. Gehen wir auf kostenlose Bilder. Irgendwas mit Klamotten vielleicht. Jetzt der Schnelligkeit halber. Hier ist nicht sonderlich toll, aber kann man hier mit reinnehmen. Und um zu zeigen, wie einfach das ist, kannst du hier einmal den ganzen Text umändern. Und dann kannst du hier einfach mit dem ganzen Spaß hier rumspielen. So lange, bis das Ganze auch gut ausschaut. Um zu zeigen, wie viel Erfolg unsere Mentoring-Teilnehmer haben, werde ich jetzt mal ganz kurz hier kleine Interviews, die wir heute Vormittag gedreht haben, kleine Fragerunden, was dem mit und dem quatschen, als das ganze Angebot, dann werden wir mich hier einmal kurz einfügen. Hey Martin, servus Mann, freut mich, dass du noch mal Servus. ganz kurz eingeschaltet hast. Sehr gerne. Leute wollten noch mal kurz einen Zwischenbericht von dir hören. Wir haben uns das letzte Mal vor gut einem halben Jahr auf YouTube gesehen zusammen. Wie Ja. läuft's? Kannst du dir mal ganz kurz vorstellen? Erzählen, wie lange du schon dabei bist. Jo, also ich bin Martin, bin jetzt 21, bin jetzt in Backend seit wie lang? Ein Jahr, glaube ich, circa. Ein Jahr, glaube ich, Ungefähr. ja, ungefähr. Weil, genau, da haben wir auch das Video gedreht für YouTube. Aber ich weiß noch, damals war mein erster 100.000 Euro im Monat mit dem Job quasi. Ja, auf jeden Fall hat sich jetzt einiges getan in dem Jahr. Es ist der Umsatz natürlich auch angestiegen. Es hat sich aber auch sehr viel verbessert in Sachen Qualität. Also ich meine, es gehört irgendwie auch dazu, dass Klar. eben nicht nur der Umsatz besser wird, sondern auch die Kundenzufriedenheit steigt und so weiter. Und ich denke, das hat man jetzt in einem Jahr sehr, sehr gut hinbekommen und ich kann mich nicht beschweren. Geil. Was war denn so dein höchster Umsatztag? Was weißt du es noch? Umsatztag, das war vor von einem Black Monat Friday, oder oder? so. Von Nee, Black Okay. Friday, da habe ich ein bisschen reingeschissen, weil ich zu wenig Ads geschaltet habe. Da hatte ich nur 6 oder 7K, ich hatte jetzt vor einem Monat knapp 9K. 9.000 Euro Das und das war an einem das Tag. war jetzt 10 leider noch nicht geknackt, aber wird demnächst auch noch Hey, kommen. was noch nicht ist, das kann nur werden, ne? Sowieso, auf jeden So, Fall. cool, Hat man jetzt auch freut meinen mich. ersten 150.000 Euro im Monat. Du bist einer unserer Wird alles. Erfolgsjäger und ich hoffe, dass es so weitergeht. Auf jeden Fall. Auf eine geile Zukunft. Ich habe hier noch eine Frage für dich. Es gibt auch immer diese Rede vom Winning Design. Was hast du denn mit so einem richtig geiles Design, so was richtig gut auf dem Markt ankommt? Was hast du damit ungefähr mit einem einzigen Design umgesetzt? Jetzt mit deinem besten Design. Weißt du es ungefähr in deinem Kopf? Boah, jetzt muss ich schätzen, aber Ja. ich schätze, mit dem besten Design habe ich locker
150.000 bis 80.000 umgesetzt, Nice. circa. Sehr Ja, schön. aber das Schöne halt dran ist, das Design, klar, du hast einen Monat, wo es halt der absolute Bestseller ist, wo es krass läuft. Später läuft es vielleicht über Ads nicht mehr, aber es wird halt immer, immer wieder gekauft. Sprich, das Design wahrscheinlich noch 300.000 Umsatz machen, wenn du jetzt mal Geil. ein paar Jahre vorschaust. Geil, geil, Deswegen. geil. So, Tufan, unser neuer Star am Himmel. Schön, dass du heute da bist. Ich stell dir mal ganz kurz vor, mein Lieber. Erzähl doch mal ein wenig über deinen Weg bis jetzt, dass die Community Okay. einen neuen Stern am Himmel kennenlernen darf, sage ich Dankeschön, mal. Dankeschön. Ja, mein Name ist Tufan. Ich bin 23 Jahre alt. Ich habe angefangen im September. Damals habe ich irgendein Video von dir gesehen auf YouTube. Und dann habe ich dir auf Instagram gefolgt. Und dann bekam ich auch schon die erste DM von dir. Das war damals Der der Berg. Klassiker. Der Berg so, ja, komm, lass mal telefonieren. Und ich so, komm, warum nicht? Okay. Dann haben wir telefoniert. Dann habe ich mich damals fürs Mentorcamp halt angemeldet gehabt. Nach dem Telefonat. Der erste Shop lief noch nicht so. Die Nische war irgendwie, damals hattest du dann gesagt, das ist ein bisschen schwere Nische, probier eine andere. Habe ich eine andere gestartet. Und ja, dann kam auch irgendwann so nach 2, 3 Wochen der erste Sale. Und dann immer weiter, ne? Also ich glaube, September erster Sale, Oktober waren es, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht 1.000, 2.000 € im Monat. Also jetzt auch nicht so viel Umsatz. Dann November war, glaube ich, 6, Dezember war dann 10 und dann, boom, seitdem ging es dann halt immer weiter. Ging's los. Was war denn so dein umsatzstärkster Monat, den du bis jetzt hattest? Ich habe jetzt gerade, die letzten 30 Tage, habe ich, glaube ich, 110.000. Geil, sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Aber ich glaube, der März war noch, weil die ersten bis zum 14. März war noch nicht so ein krasser Umsatz. Und ab dem 14.5. März fing es an mit 2.000. Dann ein paar Tage später 3.000 € am Tag geknackt, dann 4.000, 5.000. Und ja, jetzt ist gerade aktuell die letzten 30 Tage 110.000. Geil, geil. Ja, ne? Einfach eine leckere Zahl, freut mich. Ja, ging super Freut schnell, ey, mich. unglaublich. Wie lange arbeitest du jetzt mit uns denn zusammen? Ja, wie gesagt, September eigentlich. September. September war dann habe ich den Shop live gestellt, Mentorcamp und dann glaube ich ab November war ich dann im E-Commerce Go Code und Black Card auch einen Monat später schon. Stark, Mann, stark. Da Und kommen dann wir aber später. Backend glaube ich ab März. März, doch, ich glaube März. So, im nächsten Schritt, jetzt wo wir das Grundgerüst haben, können wir einmal abspeichern. Sehr, sehr schick. Können wir mal zurückgehen. So, hier kannst du jetzt weiter daran arbeiten und beispielsweise eine Druckerei als App hinzufügen. Der Vorteil dabei ist folgender. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier die Live Fast Die Young Produkte anschauen, dann kannst du beispielsweise hier so ein Oversize T-Shirt nehmen, mit deinem eigenen Design versehen und dieses Design dann in deinem Online-Shop automatisch mit integrieren und das Produkt würde dann hier automatisch angezeigt werden. Falls du den Zugang für die Druckerei möchtest, wir sind noch im Beta-Zugang, das heißt, wir sind nicht öffentlich. Wir nehmen Leute mit spezifischen Ideen oder unsere Mentoring-Teilnehmer rein, andere Leute nicht. Kannst du gerne auf Instagram schreiben und den Zugang für die Druckerei einmal anfordern. Wir springen mal einmal rüber. Jetzt muss ich ein paar Sachen hier leider ein bisschen muss ich blockieren. Aber wie das Ganze ausschaut, also wir starten hier mal ein Design. So schaut die App da ungefähr aus. So. Alternatives Design für manche Farben, falls du ein weißes T-Shirt hast, musst du ein anderes Design hochladen als für ein schwarzes T-Shirt, was manche Menschen falsch machen, aber da ist gesunder Menschenverstand gefragt. Wir schauen uns die Grafiken an. Einmal das Design. Okay, wir wählen einfach ein Design aus, habe ich jetzt von Google runtergezogen. Hier kann man es klein auf die Brust platzieren und schon hätten wir unser fertiges Design einmal hier. Wir können auch weitergehen. Mockups werden generiert. Mockups sind Menschen oder Leute, die T-Shirts anhaben, die wir einmal reinziehen können. Da ich jetzt mal weggehen von unserem Street Style. Okay, gehen wir mal in Street Style rein. Nehmen wir doch unseren Freund hier. Gehen einmal weiter. Hier der Artikelname rein. Erstellen. Und schon wäre das Produkt oder dein Wunschprodukt einmal veröffentlicht. Wenn du jetzt keinen Designer kennst, du kannst zum Beispiel auf Upwork, auf Fiverr, kannst du dir Designer kaufen, die dann für dich die spezifischen Designs machen. Du sagst dann, was du haben möchtest.
Und dann findet der Spaß hier für die Stadt. Wir geben hier mal ein Design. Und hier kreieren die Leute für euch spezifische Designs. Ich habe auch einen Design-Service, den ihr gerne benutzen könnt. Das wäre hier einmal auf Market Designs. Das ist der Design-Service, den ich hier anbiete. Kannst dann auch hier einmal auf Designs kreieren lassen. Kannst dich auch gerne mal auf der Seite umschauen oder auch auf der Seite die andere Seite von uns. Das wäre marketconsultative.de. Kannst dich auch gerne einmal umschauen und schauen, was wir hier überhaupt machen. Ein paar Erfolgsstories auch mit angucken. So, was wir jetzt hier haben: Online-Shop Starter-Paket, Beispiel 5 Designs. Kannst du einmal kaufen und dann designen lassen. Alternativ neue Fiverr oder auf Upwork. Gibt es natürlich auch. So, dann ist die Plattform. Dann hast du ein Produkt, die du integrierst. Dann hast du ein Design, die du machst. Was dir jetzt noch fehlt, ist, um das Ganze abzuschließen, die Leute, die du auf diese Seite bekommst. Und dafür gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wir müssen natürlich Bekanntheit gewinnen. Wie kann man Bekanntheit gewinnen? Erstmal durch Verkäufe. Denn mit Verkäufen hast du mehr Geld, um in Werbung rein zu investieren. Mit Verkäufen kannst du noch größere Umsätze einmal machen. Was wir jetzt haben die letzten Jahre, du kannst auf jeder Social Media Plattform, siehst du wahrscheinlich immer diese Sponsored Artikel, du kannst auf jeder Social Plattform Werbung schalten, du kannst Leute auswählen, die sich für Streetstyle interessieren und genau auf diese Leute deine Werbung anpassen. Mit Facebook oder Instagram Werbung haben wir bis jetzt die besten Erfolge einholen können. Das heißt, du wählst ein schönes Bild aus von deinem Design. Hier das Bild zum Beispiel, wobei es bessere Bilder gibt, beispielsweise auf Placeit. Okay, da kannst du das Design hochladen und dann sehen Leute direkt, wie es ausschaut, wenn Leute das Design eben anhaben. Du kannst ein Bild hier hochladen, hier auf das Kind kannst du auch ein Bild hochladen, was jetzt beim Street Style nicht empfehlen würde. Aber du kannst hier oben mal eingeben Street Style und dann kannst du auf diese Person dein Bild auch einmal hochladen. Okay. Das wäre es dann dazu, darauf eine bezahlte Werbung schalten und du bekommst automatisch Webseitenbesucher auf deine Seite. Wenn man das Ganze hier mal anschaut, dann wären da deine Produkte drin und hier wäre eine Statistik. Hey, ich habe diesen Umsatz gemacht bei 200 Webseitenbesuchern. Die Verkaufsrate bei 200 Webseitenbesuchern, das schaut immer so aus. Du kannst ungefähr zwischen 2 bis 4% rechnen. Auf 100 runtergebrochen heißt es, bei 200 Webseitenbesuchern 4 bis 8 Verkäufe. Ein Verkauf ist im Schnitt 40 Euro. 40 bis 50 Euro nennt man den durchschnittlichen Bestellwert. Und so kannst du dann auskalkulieren, wie viel Euro Umsatz du hast, abgezogen durch die Produktionskosten und die Werbekosten. Das wäre dann deine Rechnung, die du im Kopf machen müsstest. Alternative für die Werbekosten, statt das Ganze über Facebook und Instagram zu machen, empfehle ich dir an dieser Stelle auch die Möglichkeit vom Influencer-Marketing, indem du einfach Leute anschreibst, sagst, hey, möchtest du mein Produkt einmal tragen? Ich bezahle dir folgende Menge. Die Leute ziehen das Produkt an, posten ein Bild von sich mit dem Produkt drauf, okay, und du kriegst wieder je nachdem wie groß der Influencer ist, 1000 bis 10.000 Leute auf deine Seite beispielsweise. Und dann gilt wieder 2 bis 4% Conversion-Rate. Und diese Rate zeigt dann, wie viele Verkäufe du am Ende des Tages machen kannst. Und dann kannst du durchkalkulieren, okay, ich zahle dem Influencer jetzt 1000 Euro. Ich habe meine Produktionskosten. Und genau, macht das dann Sinn mit dem Umsatz, den ich fahre, dass ich den Influencer nochmal kaufe, nochmal seinen Service in Anspruch nehme? Oder macht das eben keinen Sinn? Das wäre die Möglichkeit, um Bekanntheit zu generieren. Alternativ kannst du durch Social Media Plattformen pflegen wie Instagram, Facebook, dort Posts machen und dort auch an Reichweite generieren auf TikTok, YouTube. Du kannst die ganzen Social Media Plattformen für dich ausnutzen. Wenn wir einmal über die ganzen Vorteile von diesem Geschäftsmodell reden, dann liegt das, glaube ich, auf der Hand. Print on Demand, Druck auf Anfrage, Just-in-Time-Produktion. Du musst nicht in Vorkasse gehen, denn das ist meistens der größte Fehler. Leute bestellen Ware, bleiben drauf sitzen und machen am Minus. Am Ende ist es ein Geschäft. Du kannst trotzdem Minus machen, ja. Aber so ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Denn deine einzigen Ausgaben sind dann am Anfang wirklich die Shopify-Gebühr, 30 Euro im Monat, wenn die Testversion abgelaufen ist, und deine Werbekosten. Sobald ein Verkauf reinkommt, okay, wenn du 40 Euro Umsatz machst, nehmen wir unseren Teil, wir produzieren und wir versenden. Du kannst nicht im Vornherein auf der Ware sitzen bleiben. Das ist der größte Vorteil, den du in diesem Geschäftsmodell hast. Wenn der Verkauf reinkommt, übernimmt außerdem zum Beispiel die Druckerei, wie bei uns hier unten, den Versand, du hast keine zusätzliche Arbeit, heißt das im Umkehrschluss. Und du kannst dich weiter um das Marketing kümmern und weiter um den ganzen Spaß
wie Werbung, wie neue Produkte kreieren, neue Designs kreieren, den neuen Dropplan etc. Hohe Umsätze sind außerdem auch möglich, weil das ganze Geschäftsmodell skalierbar ist. Skalierbar heißt im Umkehrschluss, du kannst deinen Umsatz erhöhen, ohne dass du mehr Arbeit am Ende des Tages hast. Das ist das Ziel dahinter. Umsätze zu erhöhen heißt skalieren und hier findet eine Skalierung ohne Mehraufwand statt. Das heißt, es ist egal, ob du 10 Verkäufe hast oder 1000 Verkäufe, die Druckerei druckt das Ganze und versendet das Ganze. Das, was du jetzt machen musst, eventuell mehr Kundenservice, Customer Support und dich um die Leute kümmern, die vielleicht die falsche Größe haben oder sonst irgendwelche Probleme, die im Laufe der Zeit auftauchen können. Letzter Vorteil, was glaube ich den meisten hier gefällt, ist es natürlich komplett ortsunabhängig. Du kannst alleine mit dem Laptop arbeiten und kannst die Welt bereisen, so neue Ideen sammeln und so deine Modemarke machen. Oder du kannst natürlich auch ein eigenes Büro anmieten, wie wir beispielsweise hier gemacht haben, auf über 1000 Quadratmeter. Und du kannst dann dadurch eben deine gewünschten Lifestyle pflegen. Bei mir war es im Büro. Bei mir war es Büro. Okay. Bin lang rumgereist. Seitdem 20 war, bin ich rumgereist. Es hat irgendwann gereicht. Ich habe mich irgendwann hier in Bayern niedergesetzt. Das sind die Vorteile, die du mit Print on Demand hast. Du kannst deine eigene Streetwear-Marke gründen. Natürlich gibt es noch tausende Sachen, über die wir hier reden könnten, aber ich wollte das Video eher ein bisschen kurz halten. Da mein Tipp an dich: Schau dich bis auf meinen Kanal um. Schau auf meine Seite Market Consultive, Market Designs, Market Print. Abonniere mich auf Instagram. Schreib deine Fragen direkt an mich auf Instagram. Und wenn du es ernst meinst, kann ich dir auch das hier anbieten. Wo ist denn der ganze Spaß? Hier: Market Consultive. Du kannst auf einen Termin einsteigen, eine kostenlose Strategieberatung und wir können dann zusammen, oder mein Team kann zusammen mit dir herausfinden, was die richtige Strategie ist und ob wir beide oder ob wir Lust haben, zusammen zu arbeiten. Das war's von meiner Seite aus. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen, einen Kommentar, ein Abonnement und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, wie kann ich online Geld verdienen, wie kann ich meine eigene Marke gründen und vieles mehr, was in meinem Gehirn rum. Lungert. Bis dann, ciao, ciao und mach's gut.